Hallo, heute mache ich wieder mal ein Video zu ADS, ADHS. Ja, ich habe oft diesen Pulli an, das ist einfach richtig schön gammelig, sage ich mal. Und das heutige Video geht darum, um die positiven Seiten und die Stärken von ADS, ADHS, ADS-Lern. Und das macht mir ehrlich gesagt nochmal viel mehr Spaß, über diese positiven Dinge zu reden, weil die oft halt gar nicht wahrgenommen werden und ja, ADS halt auch stigmatisiert wird, so wie viele andere Störungsbilder oder Krankheiten, die eigentlich, jetzt zwar nicht ADS, aber viele Krankheiten eigentlich Symptome sind von etwas Tiefsitzenderem und viele Menschen mit Störungen eigentlich total sympathisch und auch intelligent sind. Was für die heutige Gesellschaft und Zeit auch total typisch ist, dass die Leute, die auffallen oder störend sind oder selbst sich als störend empfinden oder viele Dinge, viele Eigenschaften als störend empfinden, zum Beispiel fürs Lernen oder Weiterkommen in der Gesellschaft. Ja, das ist ziemlich typisch für diese Gesellschaft, dass diese Menschen eigentlich eher intelligente oder kreative Menschen sind. Und ja, viele Menschen sind mittlerweile und heute krank und sehen es auch selber nicht und geben es nicht zu, aber das ist ein anderes Thema. Vorweg möchte ich sagen, dass ADS nicht pauschal eine Lern- und Leistungsstörung ist. Also ADS wird oft mit als Lern- und Leistungsstörung bezeichnet, weil das ist, womit in dieser Gesellschaft, in dieser arbeitsorientierten Gesellschaft, lernorientierten Gesellschaft, am meisten nicht Probleme hat, sondern am meisten aneckt sozusagen und sozusagen das Wichtigste darstellt, das zu fixen, das zu, in Anführungsstrichen, zu reparieren, weil man muss ja funktionieren, arbeiten, lernen, bla bla bla. Ja, das ist einfach, wie gesagt, nur eine festgelegte Definition von Leuten, die selbst kein ADS haben und weil ein für ADSler unpassendes Lernsystem vorherrscht. Also das Lernsystem, was vorherrscht, das ist halt an die breite Masse angepasst und nicht an ADSler. Deswegen bezeichnet man als Lern- und Leistungsstörung, aber eigentlich nur in diesem festgelegten Rahmen, wie normalerweise gelernt wird. Also ADSer lernen in der Regel sehr gut und sehr schnell, eben unter den richtigen Gegebenheiten. Das heißt, es muss etwas sein, was sie interessiert oder zumindest anderweitig reizt. Das ist erstmal die grundlegende Geschichte. Ist ja wieder komisch. Wo? Ja. Hier fange ich auch direkt mal an, das ist eine recht lange Liste. Ich versuche das relativ schnell, aber auch nicht zu schnell, in Anführungszeichen, abzuarbeiten. Wird mir aber nicht gelingen, sag ich mal. Also ich versuche es aber. Der erste Punkt, den ich hier habe, wahrscheinlich weil es mir als erstes random eingefallen ist, ist Tagträumerei. Das Ganze hat jetzt nicht die perfekte Struktur hier. Ich erzähle einfach zu einzelnen Dingen, was ich dazu weiß und was ich, wie ich mich dazu informiert habe. Bei der Tagträumerei ist es so, dass man, das kann ein Vorteil sein, weil man sich die Welt, seine eigene Welt ausmalt, die sich selber dadurch gestaltet, wie sie schön ist, und es fördert auch die Kreativität. Es formt auch besonders die eigene Zukunft. Also wenn man verfällt in Tagträume und stellt sich dann vor, also seine Wünsche, was seine Wünsche sind, was man machen will, was für positive Dinge geschehen können, und dadurch formt man die eigene Zukunft, weil diese Gedanken setzen sich im Hirn fest und dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass sie dann auch in Kraft treten. Dieser Effekt dieser Visualisierung, der auch wissenschaftlich bewiesen ist, was auch unter Sportlern oft gemacht wird, ist sogar bewiesen, dass
wenn man zum Beispiel durch sogenanntes Klarträumen, also wenn man sich im Traum bewusst ist, dass man träumt, Klavierspielen übt oder, was ich eigentlich sagen wollte, sich vorstellt, dass man Gewichte bewegt. Man muss dafür gar nicht klar träumen übrigens. Wenn man sich halt auch so vorstellt, dann wird man dadurch wissenschaftlich bewiesen sogar stärker. Einfach durch das Vorstellen, weil dann diese neuronalen Verknüpfungen einfach aufgebaut werden. Die neuronalen Verknüpfungen sind zum Beispiel im Kraftsport sehr wichtig. Das zur Tagträumerei. Nächster Begriff ist auch ein, ja, ist ein sehr, nicht auch, sondern ist ein sehr großer Begriff. Und zwar, war jetzt schon 6 Minuten, die Kreativität, ich finde das aber ein Begriff. Da der Botenstoff Dopamin nicht lange an einem Neuron bleibt, was ich vorher als neuronalen Knotenpunkt irgendwie erzählt habe, weil mir ja Neuron gerade irgendwie nicht eingefallen ist, kann ein kreatives Chaos entstehen. Man hat sehr viele Informationen zur Verfügung, aus denen man etwas Neues schöpfen kann. Also wenn man jetzt nur eine Information hat, dann kann man nicht sehr viel Neues daraus schöpfen. Je mehr Informationen man hat, und man ist meistens überflutet von Informationen, dann kann auch was total Neues entstehen. Mehr erzähle ich dazu jetzt auch nicht, weil es erstmal ein Basisvideo sein soll. Einfach natürlich sehr viel zu erzählen zu Kreativität. Reaktionsvermögen ist nichts anderes als Impulsivität. Jetzt grob gesagt einfach, also Dopamin wird schneller durchs Hirn transportiert, also nicht schneller in den Nervenbahnen an sich, aber für nahezu alle Aufgaben müssen deutlich mehr Neuronen als nur einer passiert werden. Und bei ADS werden die Botenstoffe eben schneller von jedem Neuron wieder weggetragen. Dadurch laufen Dinge im Hirn schneller ab, aber auch ungenauer. Was man durch Kopftraining und Wiederholung aber auch verbessern kann. Auch zum Beispiel mit Sport, damit kann man allgemein Dinge verbessern. Nicht speziell jetzt die Dinge, die man trainiert, sondern allgemein wird es dann schneller und genauer. Besonders direkt nach dem Ausdruck. Bei einer ausgeprägten Verträumtheit muss es wiederum jedoch spannend sein. Ansonsten hat man gleichzeitig so viele andere da Gedanken, die einen ablenken und dann sogar langsamer machen. Langsamkeit. Offenheit ist der nächste Punkt. Geschlossenheit ergibt sich durch feste Hirnstrukturen und feste Hirnstrukturen ergeben sich wiederum durch ständiges Wiederholung. Und Wiederholung ist für einen ADSler langweilig und anstrengend. Auch hier die gleiche Geschichte. Botenstoffe bleiben nicht lange an einem Neuron. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Neuron oder Neuron? Es ist schwierig, genau das Gleiche zu wiederholen. Das erfordert zudem Geduld, wofür Dopamin eben auch zuständig ist. Aber bereits nicht genug vorhanden ist, aber bereits nicht genug für all die anderen Reize vorhanden ist. Es werden also wahrscheinlich eher neue Dinge gemacht und angenommen, als alte zu wiederholen. Deswegen wird auch gerne immer Neues gelernt. Viele ADSler sind nahezu lernsüchtig. Sie lernen eben nur anders. Und zwar muss es sie interessieren oder irgendwie reizen, habe ich schon erzählt. Einen Sinn ergeben. Also ich bin da jetzt ein bisschen abgeschweift. Viele ADSler lernen auch gar nicht durch Wiederholung, sondern durch einmaliges, ganzheitliches Verstehen. Das gehört aber zum Thema räumlich-visuelles Denken versus auditiv-sequenzielles Denken, worüber ich wahrscheinlich auch noch ein Video machen werde. Ja, diese Offenheit entsteht halt da auch durch diese Dopamingeschichte, dass es nicht lange an einem Ort bleibt, an einem Neuron bleibt. Ja, wisst auch nicht, was ich dazu mehr erzählen könnte. Nächster Punkt ist Vielschichtigkeit und Flexibilität. Ist ja eh erst ein Basisvideo. Das nächste Punkt ist Vielschichtigkeit und Flexibilität. Wenn man immer nur Neues tut, ist man natürlich vielschichtig. Man wird in einer einzigen Sache nie so richtig gut werden. Wobei richtig gut schon, aber nicht so gut, wie man es sein könnte.
Dafür ist man in mehreren Dingen gleichzeitig richtig gut und oft genauso gut wie andere in nur einer Sache. Wenn man als ADSler Dinge gerne sehr weit treibt und wenn es Spaß macht, dieser Hyperfokus entsteht. Da man schnell von einem zum anderen wechselt, ist man potenziell flexibel. Andererseits braucht man eine sehr gut funktionierende und strikte äußere Struktur, um in der heutigen Zeit zu funktionieren. Da das eignen sich dann viele ADSler an, weil sie sonst schlicht nicht überleben können, hart ausgedrückt, und werfen diese Ordnung dann auch durch nichts durcheinander, was sie de facto wiederum inflexibel macht. In größeren Strukturen betrachtet. In kleineren Strukturen, also wenn man zum Beispiel mit ihnen einfach nur redet oder arbeitet, sind sie immer sehr flexibel im Denken. Man sieht, das Thema ist wie viele andere nicht sehr simpel und man kann einzelne Begriffe nahezu nie pauschalisierend verwenden. Man kann nicht sagen, ADSler sind grundsätzlich flexibel oder grundsätzlich lernbehindert, sondern man müsste richtig genau und in die Tiefe schauen und jede Situation einzeln bewerten. Grundlegende Dinge gibt es auf jeden Fall, aber es kann sich auch sehr individuell ausprägen und ausweiten. Habe ich auch schon im letzten Video erzählt, warum das ist. Ich will jetzt gar nicht mehr so oft abschweifen wie im letzten Video, auch wenn es teilweise interessant ist. Es ist einfach so viel, ich bin schon ein paar 11 Minuten, 12 Minuten. Hyperfokus. Ich mag dieses Thema. Also Hyperfokus. Wenn den ADSler etwas Spaß macht oder stark interessiert, entwickelt er einen starken bis extremen Fokus darauf und vergisst alles um sich herum. Außer, das kann ein Vorteil und Nachteil sein, erzähle ich mich auch noch. Außerdem macht er diese Arbeit, meistens eher ein Vorteil, macht er diese Arbeit dann so lange, bis sie perfekt abgeschlossen ist, von möglichst vielen Blickwinkeln und allumfassend. Er ist dann hyper ausdauernd. Das kann natürlich von Vorteil sein. Ein Beispiel ist, wenn, was ich, ein typisches Beispiel, was heißt typisch, ein Beispiel, was mir besonders aufgefallen ist und ich besonders faszinierend fand, ist, als ich den Entwickler von Minecraft dabei zugesehen habe, wie er innerhalb von, ich glaube, 12 Stunden war das, oder 24 Stunden, ein ganzes Spiel programmiert hat. Und dafür muss man entweder hochbegabt sein, ADS haben oder am besten beides. Denn dieses Programmieren erfordert sehr viel Flexibilität im Denken, besonders wenn es ein ganzes Spiel ist, das man selber macht und es alles selber als einzelne Person programmiert, also nicht gewisse Dinge auslagert. Der eine macht das Visuelle, der andere programmiert die Sache, andere programmiert die und die Sache. Muss man sehr flexibel sein. Und wenn man gegen die Zeit arbeitet, wie in dem Fall, muss man das eben mit sehr viel Geschwindigkeiten machen und braucht ein wirklich sehr stark abstraktes und intuitives Denken, was dem ADSler von Natur aus gegeben ist. Und natürlich auch sehr viel Konzentration, am besten eben Hyperkonzentration und Ausdauer, weil es halt 12 bis 24 Stunden nonstop sind. Und das ist eigentlich ohne einen Hyperfokus eigentlich gar nicht schaffbar. Besonders nicht, ja, also man muss da schon, in dem Fall ist er auf jeden Fall hochbegabt und hat meiner Meinung nach wahrscheinlich auch ADS. Aber es gibt auch sehr viele, da bin ich nicht ganz so belesen zu dem Thema Hochbegabung. Da gibt es aber auf jeden Fall Parallelen, starke Parallelen und auch Verwechslungspotenzial in der Diagnose. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über Hochbegabung, das interessiert mich nämlich auch. Bei einem Hyperfokus lebt man quasi in dieser Sache, man lebt in dieser Sache, so ist die Betonung richtig. Das ist dann die einzige Welt. Man hat kein Hungerbedürfnis, nichts mehr. Man ist sich gar nicht bewusst, in welcher Realität, dass man noch in dieser objektiv oder intersubjektiv messbaren Realität existiert. Das kann wirklich richtig krass werden, das habe ich auch schon erlebt. Das kennen viele wahrscheinlich auch, wenn die sich in ein Buch hineinfokussieren, man denkt, man würde da halt dran teilhaben und in diesem Buch selber leben,
meistens als Beobachter oder als Hauptperson. Und das kann noch viel krasser werden. Da frage ich mich dann oft auch, ob die Leute, die den ganzen Tag World of Warcraft zocken, also die Leute, die dann dabei sterben, einfach weil sie nicht mehr wahrnehmen, dass sie Durst haben oder dass sie aufs Klo müssen, ob die dann wirklich auch ADS haben, weil die wirklich extrem Überfokus haben und gleichzeitig ADSler auch eben stark suchtanfällig sind. Und Computerspiele schütten eben stark Dopamin aus, da diese Spiele so programmiert sind, dass man schnell Belohnung bekommt. ADSler sind echt. Die Impulsivität und Ungeduld lässt ADSler echt werden. Sie haben einfach gar keine Geduld, sich großartig zu verstellen, außer sie haben traumatische Erlebnisse gehabt, die sie dazu zwangen, sich zu verstellen. Ihre wahren Gefühle und Gedanken platzen einfach heraus, sie zurückzuhalten ist anstrengend, deswegen sind sie halt echt meistens. Oder tendieren stark dazu, das ist immer die richtigere Bezeichnung für Vor- und Nachteile, dass man eher dazu, stark dazu tendiert, dass man dafür eine natürliche Anlegung zu hat. Und besonders in jüngeren Jahren, wenn man sich noch nicht stark entwickelt hat, sich gerade erst stark entwickelt, dann sind diese Sachen, die einem von der Natur aus gegeben sind, natürlich noch viel präsenter. Also mir sieht man jetzt natürlich meistens auch keine Überaktivität an, zum Beispiel. Aktiv. Ob körperlich oder geistig, der ADSler ist immer auf der Suche nach Dopamin, ist also ständig bedacht, Aktivitäten zu haben, die dies ausschütten. Gleichzeitig, wie im letzten Video erwähnt, sind Belohnungsmomente nicht von langer Dauer, also müssen viele Aktivitäten her. Daher sind sie teils auch gute Denker, was man bei ihrer Impulsivität erstmal gar nicht denken mag. Anspruchsvoll. Ja, der ADSler ist eben nicht schnell zufrieden zu kriegen. Meist ist sein Dopaminlevel erst in Extremsituationen ausgeglichen, also treibt er es bis zum Ende. Er ist meist Perfektionist. Anfällig für Erfolg. Wenn die nötige äußerliche Struktur besteht, sind ADSler eben sehr leistungsfähig und ehrgeizig. Auf der anderen Seite, wenn das nicht besteht, besonders wenn das auch in der Kindheit nicht da war und das sozusagen auch nicht gelernt und nicht übernommen wird, dann kann man auch mal auf der Straße enden. Also gibt es einfach, man kann sehr intelligent sein und was weiß ich, kreativ sein, fantasievoll sein, ehrgeizig sein, willensstark sein und man kann mit äußerer Struktur dann, keine Ahnung, Bill Gates sein, ohne äußerliche Struktur irgend einfach einer, der in der Gosse verreckt. Das sind so die extremen Unterschiede. Unabhängig, selbige Geschichte. Dopamin, aha, wer hätte es gedacht? Dopamin hängt nicht am Neuron, sondern ist schnell wieder weg. Ausführlichere Erklärung. Moment. Also die einfache, schnelle Erklärung für unabhängig sein ist, ja, Dopamin hängt nicht lange am Neuron, ist schnell wieder weg, also ist man unabhängig. Ausführlichere Erklärung: Abhängig ist man, wenn man ordnungsliebend ist. Selbst wenn man es als ADSler ist, macht einem das eigene Hirn einen Strich durch die Rechnung. Jemand, der total unflexibel ist, ist bedacht darauf, unter allen Umständen in den bestehenden Strukturen zu bleiben. Das sieht man zum Beispiel bei konservativ wählenden Menschen, also CDU-Wähler, auch wenn das jetzt stark pauschalisierend ist, soll nur ein Beispiel sein. Jedenfalls. Jedenfalls damit macht man sich abhängig von Strukturen. Bei ADSler, was habe ich hier geschrieben? Ach, nicht beißen. Der ADSler sucht allerdings immer was Neues und Besseres, anstatt was Bestehendes und kann sich daher auch leichter von Dingen, Menschen und Strukturen lösen. Man findet viele Freigeister, Querdenker und Aussteiger unter ADSlern. Also man macht sich selber weniger von Strukturen abhängig, weil das Hirn das gar nicht richtig kann. Natürlich kann es das Hirn, aber ja. Boah, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ist gerade auch ziemlich spät. Ich hoffe, ihr habt das verstanden oder könnt es nachvollziehen, wie ich es erklärt habe.
Ich gehe zum nächsten Punkt. Treu, fair, loyal, nicht nachtragend. Nachtragen ist auch wieder dieselbe Sache. Man denkt wieder schnell an etwas anderes und damit entsteht erst gar kein starkes neuronales Netz um das Problem herum, was man mit jemandem hatte. Treue, Fairness und Loyalität, sagt man, kommt daher, dass der ADSler selbst vermehrt schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat und sich daher besser in andere reinversetzen kann, die ähnlich fühlen oder im Falle der Loyalität fühlen würden. Ja, so ADSler ecken halt ziemlich oft an und da die Menschen halt stark oberflächlich funktionieren, sehen die halt gar nicht, was dahinter steckt, hinter Impulsivität. Das ist so ein großes Thema. Hinter Ungeduld, dann wird ihnen nachgesagt, sie seien undiszipliniert, seien dumm und was weiß ich. Und das wahrscheinlich die ganze Kindheit lang und sie selber glauben es auch oft. Ich hatte eigentlich im letzten Video erzählt gehabt. Auf jeden Fall kommt da auch nachher noch was zu. Also jetzt hier gleich noch. Das wächst sich sogar oft bis hin zur Fürsorge für Schwächere, ein Herz für andere, ein Herz für in Klammern andere Außenseiter und allgemeine Hilfsbereitschaft und Empathie aus. Sensibilität. ADSler sind sehr sensibel. Das Ding mit der Wahrnehmung ist eben so, es hat zwei Modi. Entweder man ist die ganze Zeit abgelenkt und der Fokus ist nicht aufrechtzuerhalten, quasi wie wenn der Schalter auf aus steht, oder die Wahrnehmung ist an und dann ist man voll da, hyperfokussiert und man nimmt alles wahr, alle Details, alle Feinheiten. Und das ist natürlich mit Sensibilität ein großes Stück weit gleichzusetzen. Allerdings können sie unsensibel wirken, da sie eben impulsiv sind, aber das ist dann meist nicht intentionell, sondern platzt einfach raus. Ich gebe da jetzt auch keine Beispiele, weil das, ich bin ja schon bei 22 Minuten, ist halt ein Basisvideo. Relativ schnelle grobe Erklärung. Man sieht aber auch nicht zu grob. Man sieht an sehr vielen Punkten und vom letzten Video, dass ADSler ganz anders sind, wie sie oft erscheinen. Genau, das habe ich ja vorhin angeschnitten. Sie erscheinen oft als unkontrolliert, grob, in Klammern grob motorisch, faul, dumm, undiszipliniert und willensschwach. Sind aber pretty much das exakte Gegenteil. Man hat es da natürlich oft schwer, da viele Menschen einfach nur die Oberfläche sehen. Davon kann ich viele Lieder singen, dass ich sofort 10 Alben aufnehmen könnte. Naja. Nächster Punkt, Potenzial für sehr große Ideen und Visionen. Denn ADSler lernen schon von Kind an, gegen diese unsichtbare Wand anzukämpfen und Dinge zu machen, die anderen nur halb so schwer fallen. Fällt. Sind daher oft energisch bei der Sache und wollen Träume und Ideen um jeden Preis durchsetzen. Auch um es allen zu zeigen, die einen als faul, dumm und undiszipliniert bezeichnen oder bezeichneten, einschließlich man selbst. Man fühlt sich selbst dumm und faul meistens. Besonders wenn es halt nicht diagnostiziert ist. Und dann merken sie einfach immer wieder, dass sie Dinge, die andere mit Leichtigkeit machen, einfach nicht hinkriegen oder nur mit totaler Anstrengung. Anstrengung ist auch ein großes Thema bei ADS. Der Alltag der meisten ist durch permanente Anstrengung und Spannung geprägt. Was Entspannung überhaupt ist, wissen die meisten gar nicht. Ich entschuldige mich auch, dass ich total unfrei rede, aber ich habe einfach viel zu viel hier, nicht zu viel aufgeschrieben, aber hier steht einfach viel zu viel, was ich geschrieben habe und das kann ich mir gar nicht alles so merken. Dafür habe ich dann auch keine Zeit für mich da jetzt extra vorzubereiten, wie ich das alles frei erzähle. So, ja, ich will einfach hiermit nur Informationen weitergeben. Egal, weiter geht's. Dadurch sind sie natürlich auch trainiert, sich anzustrengen und das ihr ganzes Leben lang. Wenn sie dann noch etwas tun, worauf sie hyper fokussieren können, dann kommen Leistung, also Arbeit pro Zeit und Hyperausdauer zusammen. Und das ergibt dann große Dinge. Ja, Leistung, also Arbeit pro Zeit mit gleichzeitiger Ausdauer ist natürlich Overkill. Das hätte ich auch gerne für meine Zukunft in irgendwas. Zum Beispiel, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel das
Buch Feuer und Eis, also Game of Thrones, wenn man als Film sieht, also der Autor, der muss auch extrem viel geleistet haben und gleichzeitig mit extrem viel Ausdauer und auch zum Beispiel Herr der Ringe, um so ein Werk zu vollenden. Das, naja. Aber das heißt nicht, dass sie alles haben müssen. Aber ja, aber es könnte wahrscheinlich sein. Ich weiß es nicht. Also ich halte mich immer sehr zurück damit, spontan irgendwelche Leute zu pseudodiagnostizieren. Ach Mist, das ist der Witz hier verloren gegangen. Deswegen muss ich jetzt nochmal teilweise vorlesen. Also, dann kommen Leistung, also Arbeit pro Zeit und Hyperausdauer zusammen und ergeben große Dinge. Zum Beispiel ein Riesenbauwerk in Minecraft. Ja, der Fokus ist eben meist nicht steuerbar und wenn einem das total Spaß macht, steckt man eben auch oft viel Energie in Dinge, die die Welt jetzt nicht unbedingt braucht. Naja, das ist halt das Problem auch. Vor- und Nachteile eben. Mist, jetzt habe ich hier einen Punkt stehen, wo ich gar keine Erklärung hingeschrieben habe. Also, was ADSler auch oft haben, sind rhetorisch-sprachliche Fähigkeiten. Also, weiß ich jetzt auch nicht spontan, warum das so ist. Vielleicht, weil sie einen größeren Drang haben, sich auszudrücken. Ich weiß es nicht. Willensstärke ist auch ein großer Punkt, ein relativ großer Punkt. Wie schon erwähnt, oft wird unterschätzt, welche eine Willenskraft ADSler haben, weil man nicht sieht, wie viel Kraft und Anstrengung hinter einem ADS-Leben steckt. Also, um wirklich klarzukommen, braucht es sehr viel Anstrengung und Kraft. Und das Tag für Tag, 24/7, das ganze Leben lang. Und ich liebe es. Obwohl das oft mit Leid verbunden ist, ich hätte keine Lust, wie die meisten, wie Zombies, einfach nur stupide, einen relativ sinnlosen Job zu machen, sich am Ende des Tages vor die Kiste zu hängen, Chips zu essen und das bis zum verfrüht eintretenden Tod an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja, sehr überspitzt formuliert. Aber grundlegend würde ich wirklich nichts anderes. Also ich bin schon ein bisschen stolz auf meine persönliche ADS, auch wenn ich jeden verstehe, der sich wünscht, das nicht zu haben und die das Leiden, die Probleme können auch so groß sein, also dass man dann in seinem Leben nie glücklich wird. Aber das wird dann auch in kommenden Videos erst kommen. Ich wollte ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen jetzt, sondern eher prägnant und kurz bleiben. Ich habe schon tausendmal erwähnt, ich weiß. Wichtig ist hier auch, dass ADSler auch wirklich am besten an Herausforderungen gedeihen. Man sollte sich immer selbst fordern und Ziele setzen, gerne auch hohe Ziele, dann ist man noch viel motivierter als ADS, ne? Ich zum Beispiel denke erst gar nicht drüber nach, das dann doch nicht schaffen zu können und dann enttäuscht zu sein. Ich will das dann einfach und dann schaffe ich es auch. Egal wie. Auch wenn ich es jetzt nicht so enthusiastisch vorgelesen habe. Wobei ich mich dann mittlerweile auch in andere Richtungen entwickelt habe. Also man kann als ADSler sehr viele Dinge kompensieren. Also das meiste wird kompensiert, man kann es einfach nicht ändern. Die Hirnstruktur ist, ja, ich will es, ja, kann man eigentlich nicht wissen, ob man es sich ändern kann, aber wenn man es ändern kann, dann ist es so schwierig, dass es 0,01% oder so schaffen. Und deswegen, und viele Dinge müssen auch kompensiert werden, um klarzukommen. Kurzfristig auf jeden Fall. Bis man lernt halt, das zu akzeptieren und das ist auch ein langer Weg. Besonders gut kompensieren kann man durch Intelligenz und Willenskraft. Direkt, aber besonders indirekt über Zeit. Also als Jugendlicher, junger Erwachsener sieht man daher auch viel öfter ADSler und werden noch öfter diagnostiziert. Die ADSler im Erwachsenenalter haben schon starke Kompensationsstrategien entwickelt. Das kann zum Beispiel viel Sport sein, um viel Dopamin zu entwickeln. Ich will jetzt aber auch gar nicht über Kompensationsstrategien eigentlich reden.
Das wird dann vielleicht auch noch kommen, oder wahrscheinlich, weil das auch interessant ist. Genau, es kommt dann in dem Video, wo es darum geht, also erstmal, was man für weiterführende Probleme im Studium, Beruf und so weiter hat, und dann die Strategien halt dafür. Das würde ich dann da besprechen. Gibt dann auch einen Unterschied zwischen halt kurzfristige Strategien, das sind dann die Kompensationsstrategien, die teilweise auch langfristig und mittelfristig sein können. Egal, anderes Thema. Ja, also durch Intelligenz und Willenskraft kann man direkt, aber auch besonders indirekt halt Dinge kompensieren. ADSler sind auch gerne risikobereit. Sorry, dass das hier auch überhaupt keine Struktur hat, sondern einfach nur einzelne Begriffe nacheinander sind. Naja, ist halt so. Sind gern risikobereit, weil sie nicht über Konsequenzen nachdenken. Oder eher weniger über Konsequenzen nachdenken. Das ist eher Verwegenheit anstatt von Mut. Sie leben einfach mehr im Hier und Jetzt. Erleben große Erleben große Dinge. ADSler suchen den Kick, das Besondere, denn nur besonders stimulierende Situationen oder Reize gleichen ihre Aufmerksamkeitsstörung aus. Wie schon tausendmal erwähnt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, Großes zu erleben. Also es gibt dann halt diese Diskrepanz, entweder lebt man oder schafft man gar nichts, oder man erlebt Großes oder schafft Großes. Und diese Diskrepanz verstehen die Leute im Umfeld auch nicht. Die nehmen die Leute meistens so wahr, dass sie wenig leisten, ist halt eine Leistungsstörung in dieser Gesellschaft, schlecht lernen, nehmen sie als dumm wahr, als undiszipliniert, und dann, wenn sie aber mal was interessiert, plötzlich sind die extrem leistungsfähig, viel besser als 98% aller Leute, oft. Also wenn es zum Beispiel irgendjemand in der Schule die ganze Zeit 5 schreibt, 4 minus oder sowas, aber dann plötzlich mit einer 1 ankommt, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen. Habe ich auch bei jemandem mal erlebt, wo ich dann direkt vermutet hatte, dass sie wahrscheinlich auch ADS hat und auch komplett von dem Typ her auch so war eigentlich. Ich mich auch identifizieren konnte mit der Person. Ja, also es gibt halt diese großen Diskrepanz. Dadurch kann auch relativ viel Leid entstehen, besonders durch die Sensibilität, die man auch als ADSler hat. Kann nicht mehr merken für das nächste Video oder fürs übernächste, ich weiß nicht. So, 33 Minuten. Bis zum nächsten Video. Tschüss.